Bevor ich euch jetzt den neuen Nissan Juke präsentiere, möchte ich euch was vorlesen, was ich vor 7 Jahren auf meinem Blog damals geschrieben habe über den Vorgänger. Ich habe damals geschrieben, das Design des Juke kann man mögen, vermutlich aber nur lieben oder hassen. Und mein Fazit war, der Nissan Juke ist ein Auto für Menschen mit einem stabilen Selbstbewusstsein. Wie sich das jetzt mit dem neuen Modell entwickelt hat und wie der neue im Detail aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam in diesem Video an. Und damit herzlich willkommen bei AutoHub. Herzlich willkommen zum neuen Nissan Juke. Und bevor ich euch jetzt was über das Design des neuen Nissan Juke erzähle und ihr etwas hören müsst von einem Typen, der solche Oberhemden trägt, ich meine, was kann ich von Design wissen? Habe ich jemanden dabei? Daniel, du gehörst zum Design-Team bei Nissan und du warst beteiligt bei der Gestaltung des neuen Nissan Juke. Nun habe ich gesagt, die erste Generation vom Design her konnte man lieben oder hassen, aber alles dazwischen war ein bisschen schwierig. Wie habt ihr das jetzt beim neuen angegangen? Den Charakter nicht verlieren? Aber trotzdem vielleicht das Design anpassen? Erzähl mir was dazu. Ja, Björn, wie du schon gesagt hast, der erste hat leicht polarisiert. Ja, man, ein bisschen. Genau, du hast recht. Man hat ihn gemocht oder man hat ihn so ein bisschen belacht. Ja. Aber der jetzige, der neue, die zweite Generation, ist einfach viel erwachsener geworden. Ja. Sie ist nicht nur in der Dimension gewachsen, sie ist in jeglicher Hinsicht einfach... Ne, von vorne sieht er halt... Also er sieht für mich, Design ist ja viel Subjektives. Du korrigierst mich, wenn ich da falsch liege. Also wie gesagt, ich kann ja schlecht etwas urteilen, wenn ich solche Hemden trage. Aber vieles im Design sind oftmals so Dinge, du nimmst etwas wahr und weißt gar nicht so ganz genau, warum findest du es gut oder warum findest du es nicht gut. Aber du kannst mir wahrscheinlich erklären, warum so eine Wirkung zustande kommt. Und ich stehe davor und denke mir, ja, jetzt wirkt er ernsthafter. Wie macht man denn ein Auto ernsthafter oder wie macht man es erwachsener? Genau, es geht viel um Persönlichkeit, um Charakter. Ja. Und Juke war schon immer ein sehr charakterstarkes Fahrzeug. Und wir haben quasi die guten Elemente, die ikonischen Elemente vom Vorgänger, haben wir beibehalten. Froschaugen, darf ich nicht sagen, Froschaugen. Aber kannst du gerne sagen, ja, genau. Die Augen haben wir, das Gesicht haben wir beibehalten. Wir haben immer noch, wir haben hier oben die geteilte, also hier oben das Tagfahrlicht mit dem Blinker integriert, unten drunter wirklich Juke-typisch die runden Augen. Ja, sind Augen, ne? Also du hast ja hier weiterhin dein Scheinwerfer drinnen. Das da ist, leuchtet aber auch mit, ne? Diese drei Elemente. Genau. Und das heißt, du hast immer noch diesen Scheinwerferteilung hier unten und hier oben. Ja. Aber ihr habt dem ein ganz neues Gesicht gegeben, weil vorher war die Leuchtenkonstellation und der Blinker hier oben. Und das sah natürlich schon so ein bisschen verspielt aus, oder? Ja. Also das war wahrscheinlich gewollt. Genau, wie von schon angedeutet oder vorher gesagt, das Auto ist erwachsener geworden. Ja. Es ist so ein bisschen, liegt in der Zeit. Wir haben die Breite betont. Das Fahrzeug ist auch breiter geworden. Ganz kurz, Breite betonen. Wer kennt sich da nicht so gut aus wie ich? Breite betont. Entschuldigung. Okay, Breite betont, genau. Nee, du stehst wirklich. Ist er denn auch breiter geworden? Er ist breiter geworden. Er ist 1,80 Meter breit jetzt. Aha. Und natürlich, gerade in Sachen Design, wir reden gerne über Stance, über Proportionen. Ja. So wie das, Stance ist die Spurweite. Zeige ich euch gleich was. Haben wir ja vorhin was gefunden, wo ich gesagt habe, wow. Wir wollen kurze Überhänge natürlich. Genau, was schwierig ist, aber von der Plattform, Grundkonstruktion, Frontmotor und so. Aber ihr habt es ganz gut gelungen, weil das ist mir vorhin aufgefallen, als ich euer Auto zum ersten Mal jetzt so live sehen konnte. Was ich unheimlich gut umgesetzt finde von euch, ist die Art und Weise, wie ihr den Kühlergrill integriert. Ihr habt ja hier vorne eine Schnauze geschaffen, die so eine Tiefe, oder? Also du trittst mir einfach ins Kreuz, wenn ich völligen Bullshit erzähle. Aber ihr habt ja diese Wirkung mit dreidimensional oder ich weiß nicht gar nicht, wie. Genau, wir sprechen gerne von Volumen und wir haben diesen ganzen Zug auch V-Motion Grill genannt. Ah ja. Er fängt dann in A-Säulen an und zieht sich einmal quer runter, fast sozusagen den Grill, das Nissan-Logo. Fast ein. Genau. Und stimmt, du hast hier, ihr habt beide von den Chromkanten, diese beiden Linien ziehen sich hier hinter.
verschwinden dann in die A-Säule, das Ganze. Und was ich extrem gut finde, was ich ja bei vielen Autos kritisiere, ist oftmals die Spaltmaße oder die Spaltgestaltung an der Motorhaube vorne zum Kühlergrill hin. Und dadurch, dass ihr den so nach hinten zieht, habt ihr euch das gespart und habt eine klassische Motorhaube, die wirklich so einen schönen Schnitt und eine Kante bekommt. Ja, gelungen von vorne. Finde ich gelungen. Wirkt erwachsener, wirkt, wie gesagt, ich glaube, dieses Mal können mehr Leute sagen, gefällt mir als bisher. Von der Seite. Worauf seid ihr stolz? Was gefällt euch besonders gut, wenn du ihn von der Seite anschaust? Zwei Dinge wieder. Wir haben vorher von Proportionen, von Stance geredet und wir nennen das Fahrzeug auch gerne ein Crossover Coupé. Mhm. Wir haben eine sehr sportliche Silhouette. Mhm. Das Dach, die Linien fallen nach hinten hin ab, machen das Ganze sehr sportlich, sehr dynamisch. Wir haben auch eine Zweifarben-Lackierung, Two-Tone Body Color. Das Fahrzeug kommt in 11 verschiedenen Body Colors und das Dach in 3 verschiedenen Farben. War schwarz, Silber und wir nennen die Farbe Fuji Sunset Red. So ein Link nach Japan, Nissan als japanische Firma. Es sei euch erlaubt. Aber Rot ist natürlich auch mutig so als Dachfarbe dann, ne? Genau, ja. Weil ja gerade die Farbkombination, finde ich, die macht das Auto extrem schmal, flach und sportlich, ne? Weil du das Greenhouse so versteckst da oben. Aber ja, okay. Was haben wir noch? Ihr habt immer noch den Türgriff hinten versteckt? Genau, der ist beigeblieben. Einfach. Weil? Sieht Coupé-mäßig aus, sagst du. Okay. So, und dann gehen wir nach hinten. Da fällt mir auf, das Auto hat jetzt einen richtigen Bobbes. Der Vorgänger, der hatte so ein bisschen, fällt mir jetzt kein jugendfreier Vergleich ein. Der war nicht ganz so dynamisch oder nicht ganz so prägnant gestaltet. Ihr habt da ja jetzt so eine richtige Form reingebracht. Vielleicht kannst du mir da noch ein bisschen was zu sagen. Gerne. Aus Heck ist erwachsener geworden, ein bisschen Mainstream. Breiter. Genau, was die, die Heckleuchten auch betonen. Ja. Wir haben immer noch die für den Juke sehr typischen Boomerang Lamps. Ja, also Boomerang bedeutet einfach, dass die normale Rückleuchtenoptik euch so ein, ja, was Besseres als ein Boomerang fällt mir jetzt auch nicht ein. Die Form zeigt. Genau. Im vorherigen, erste Generation, war die eher vertikal orientiert. Genau. Jetzt sind wir horizontal und das Fahrzeug einfach. Das ist auch wirklich ein Eindruck. Also, du stehst da hinten und dieser Bürzel, den wir auch vorher schon hatten, oder den das Auto vorher schon hatte, das wirkt fast so, also in der Mitte das Auto auseinandergeschnitten, breiter gemacht und dann wieder fertig gemacht. Ne? Also, die Grundform, die Erinnerung an den Juke ist da. Ja. Aber jetzt hat er eine richtige Größe bekommen. Gut. Ach so, Flo, du musst jetzt mal Knie nieder. So, und jetzt schaust du mal, warte mal. Schau mal hier auf die Reifen, weil das ist mir vorhin aufgefallen, das ist ein ganz mutiges Design. Oder wie würdest du als Designer sagen, wenn man ein Auto von hinten so eng zusammenzieht und dann diese Fläche an Reifen, die du hier hinten siehst, ne? Da sind wir wieder bei eurem Stance, bei der Wirkung auf der Straße. Kannst du, was habt ihr euch dabei gedacht, das Auto so einzuziehen und die Reifen so prominent da reinzustellen? Du hast es gerade schon erwähnt, Stance. Es ist ein Crossover, ein urbaner Crossover, aber er vermittelt das Flair eben mehr als nur auf der Straße urban rumzufahren. Und natürlich solche Features, ja, man sieht mehr Reifen, mehr Tire, das hilft natürlich. Also es ist immer schwierig, im Bewegtbild dieses Dreidimensionale eines Designs rüber zu bekommen. Ne? Also mir geht es ja oft so, ich sehe irgendein Bild und denke mir, boah, was für ein Eimer. Und dann geht das Auto heute echt und auf einmal sieht es ganz anders aus. Und diese Wirkung mit diesen freigestellten Rädern erinnert mich so ein bisschen an so einen Formelrennwagen. Ne? Die hast auch so breite Räder hinten, oben meistens in schmäleren Spoilern. Das ganze Auto steht eben entsprechend auf der Gasse. Du weißt, womit das Auto auf der Gasse steht. Und das kommt hier halt auch entsprechend rüber. Finde ich extrem gut gelungen. Good job, Daniel. Nee, wirklich, das gefällt mir extrem gut. Und eine Sache müssen wir auch noch erwähnen. Ja. Double Bubble. Was denkt sich der Designer beim Thema Double Bubble? Double Bubble. Du sprichst, ich nehme es an, vom Dach. Richtig. Genau.
Wie nennt ihr denn, wenn ihr es nicht Double Bubble nennt? Wie nennt ihr es das? Ich wüsste nicht mal, ob wir überhaupt einen Namen dafür haben, okay. Aber es ist definitiv ein Styling-Element. Es sieht einfach cool aus, ja. Es sieht sportlich aus, es sieht Also hier dynamisch. Rüber, rein, unten bleibt, auf der anderen Seite wieder hoch. Von hinten weiß man nicht genau, warum macht man das, aber wenn man nach vorne geht, sieht man eben, dass die beiden Insassen, es kommt aus dem Motorsport, es kommt aus der Le Mans-Geschichte, da hat man die Stirnfläche eines Autos verkleinert und hat dann festgestellt, wenn wir das Dach so tief machen, kommt der Fahrer nicht mehr rein und hat dann so eine Bubble reingemacht. Und da die Autos für Le Mans zwei Plätze bieten mussten, musste man es auf beiden. Da kommt die Geschichte, dieser Double Bubble hin. Und du stehst halt heute, also mir geht das so vor so einem Auto und denkst dir so, oh krass. Weil das halt sofort optisch, du brauchst ja Elemente, wo dein Auge hängen bleibt, ne, um ein Design. Du hast recht, genau. Und das finde ich extrem gut gelungen. Der Typ generell ist ein sehr volumen, sehr skulpturales Fahrzeug. Und gerade im Dach bietet sich das natürlich auch an. Ja. Wir haben natürlich Elemente wie Aerodynamik, spielt auch wieder eine Rolle. Ja, genau. Ja klar, du verkleinerst die Stirnfläche damit. Genau. Jetzt ist das Auto deutlich länger geworden als bisher. Ja. Das ist etwas, was euch Designern entgegenkommt, oder? So ein gestrecktes Auto zu zeichnen, macht schon leichter. Aber gleichzeitig habt ihr obwohl ihr die gestreckte Länge habt, nicht auf diesen Viertürer-Design eben eingegangen, sondern Zeit mit dem versteckten Türgriff. Ich würde sagen, Daniel, zu dem Thema wirklich, jetzt habe ich Daniel gesagt, Daniel, zu dem Thema wirklich good job beim Thema Design und tatsächlich einen Sprung weiter. Jetzt kann man nicht nur lieben und hassen, man kann auch sagen, gefällt mir schon ein bisschen oder sowas. Ne? Ich glaube, das ist ein positives, da müssen wir ein Schnittbild reinmachen. Ich weiß den Satz nicht zu Ende. Impact. Positive Impact. Hey, jetzt haben wir doch einen positiven Impact für das Video geschaffen. Ja. Vielen Dank, Daniel. Sitzt jetzt Oliver Franz. Oliver Franz ist der Pressesprecher, nicht zu wenig gegriffen. Du bist der Leiter der Kommunikation. Das passt alles, passt alles. Und der wird mir jetzt mal erzählen, sag mal Nissan, Oliver, was sind das für Menschen, die sich einen Nissan Juke kaufen? Bisher waren das Leute, die waren schon sehr individuell unterwegs, ja. Mit großem Selbstbewusstsein, wie du sagen würdest. Ja, genau. Weil das Tolle am Juke fand ich bisher, du hast aus 50 Meter Entfernung gesehen, da kommt ein Juke. Ja. Du hast keinen Nissan gefahren, du hast einen Juke gefahren. Ja, okay. Es waren schon wirklich Überzeugungstäter, ja. Muss man sagen. Das ist jetzt 8 Jahre lang gut gegangen, wirklich gut gegangen. Ja. Wir haben eine Million in Europa, ja, verkauft und jetzt ist einfach mal Zeit, was Neues auszuprobieren. Und ich meine, du hast ihn von außen gesehen, wie gefällt er dir? Na, ich finde, er ist so individuell wie mein T-Shirt oder wie mein Hemd. Ne? Also ich meine, Geschmack hat man oder man hat ihn nicht, ne? Sage ich ja immer wieder. Er ist erwachsen geworden, würdest du das auch so sehen? Absolut. Erwachsene. Ja. Und ich habe den alten schon gemocht. Also darf man eigentlich sagen, dass er Froschaugen hatte? Ja, okay. Ich fand auf jeden Fall, das Design war anders. Und manche Autos brauchen einen Charakter zum Fahren, finde ich. Und man hat von außen einen ganz speziellen Charakter. Aber das Auto hat ja jetzt nicht nur von außen gewonnen. Wir sitzen beide hier drin. Ich würde sagen, er ist auch im Innenraum breiter und größer und länger. Es ist alles etwas größer geworden. Und ich sag mal auch so, das war immer ein bisschen der Kritikpunkt. Hinten hat man schon sehr kompakt gesessen. Ja. Also wir hätten das Interview eigentlich hinten machen. Auch hinten. Zwei, ne? Absolut, ja. Ich weiß nicht, wie groß bist du? Für mein Gewicht 10 cm zu klein. Aber 1, wie viel? 76. Okay, ich bin 1,86. Es gibt Kollegen, die sind 1,90 drüber und sowas. Die sitzen also hinten wirklich. Im Sitzen sind wir nicht so groß unterschiedlich. Ja. Aber hier, ja. Siehst du das? Wie viel? Ja. Schon. Aber es ist, ja, und wie gesagt, also wenn du jetzt hinten, ich sag mal, Erwachsene dabei hast, die sitzen wirklich, ohne dass die Knie anstoßen. Also gibt es Airlines, die haben wesentlich weniger Platz, als wir jetzt hier im Juke. Müsst ihr sparen bei Nissan mit den. Nein. Okay, gut. Was sind so die Neuigkeiten denn im Innenraum? Worauf kann man sich freuen als Kunde, als Käufer zusammen? Ich persönlich würde allerdings mal sagen, hier fahrerseitig habt ihr einen massiv guten Job gemacht, weil der Platz hinterm Lenkrad ist gut und hier rüber ist gut. Aber du hast doch bestimmt noch ein oder zwei Geschichten im Innenraum, wo du sagst,
Das müssen die Leute wissen. Also wie du sagst, ist es natürlich schön, wenn du Teil des Autos bist. Ja. Ne? Also du sitzt wirklich drin, genau. Du bist kompakt im Auto begriffen, du bist Teil des Autos. Ne? Ja. Du siehst, wie gesagt, das Lenkrad ist unten abgeschnitten. Ja, aber ich habe abgenommen. Also ihr könnt das Lenkrad jetzt wieder rund machen. Okay, ihr müsst nicht mehr. Aber wie gesagt, da haben wir beim Micra angefangen, Qashqai X-Trail, jetzt wie gesagt auch der Juke. Ne? Ja. Also ich denke mal, das ist einfach von der Haptik deutlich besser. Ja, das hat es ja eh so gehalten. Alles gut. Ja, also die Kommandozentrale hier. Dann hast du natürlich hier etliche Designelemente. Du hast Möglichkeiten zu individualisieren. Du siehst, hier haben wir das Weiß abgesetzt mit dem Schwarz. Das gibt es auch in 20 verschiedenen Kombinationen. Und wenn wir jetzt hier von der Mitte sprechen, das ist das erste Mal bei einem Nissan, dass wir sozusagen dieses Display haben. 8 Zoll, also schon iPad-Größe. Ne? Ja. Und ja, wie gesagt, Konnektivität. 20 Farben hast du gesagt im Innenraum. 20 Kombinationen. 20 Kombinationen. 20 Kombinationen. Okay. Genau. Wobei die Kombination hier drin eigentlich schon sehr wertig und elegant aussieht. Also das stimmt. Man hat das Gefühl, man könnte eigentlich nicht viel verbessern dann. Ein bisschen Klavierlack rein, diese runden Düsen. Auch hier muss ich sagen, großes Kompliment. Wir sind ja mit dem Juke immer noch im B-Segment. Also die klassischen Mitbewerber, wir wollen jetzt die Namen nicht nennen, aber so Importeure aus Köln zum Beispiel, die sitzen ja auch in dem Segment. Da bettelt man sich ja schon so ein bisschen, aber das fühlt sich gut an. Und was mir persönlich wichtig ist, da gibt es so ein Einrast-Tick-Tick. Ne? Okay. Also, da sind ja so weiche Elemente. Wert auf Töne und Haptik. Und ja, also ich glaube schon. Und der Juke-Fahrer, der legt doch auch Wert bei seinem Auto auf so ein gewisses Statement, oder? Das ist absolut richtig. Wie gesagt, das haben die Ingenieure und vor allem die Designer wirklich gut begriffen, super zusammengearbeitet. Also ich will jetzt nicht irgendwie Marketing-Blabla loswerden, aber nein, wie du sagst, ja. Aber wie gesagt, das passt schon wirklich sehr, sehr stimmig alles bei dem Auto. Ja, gefällt mir gut. Ja. So, und bevor wir uns jetzt zu sehr verlieben und der ganze Clip so wird, als ob ihr glaubt, der Habi wäre gekauft von dem Herrn Franz, würde ich sagen, ich schmeiße ihn raus aus dem Auto und wir schauen uns den Rest des Innenraums gemeinsam an. Olli, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Wann fahren wir das Auto eigentlich? In 4 Wochen ist das Event, glaube ich, das erste. Genau. Ihr wisst Bescheid. Ja. So. Und wieder eine Szene mit so angefangen. Den Olli haben wir nach Hause geschickt. Und dann ist es mal Zeit in die Variante, wenn vorne ein Habi sitzt, passt da hinten auch noch einer rein, gleich mal am neuen Juke auszuprobieren. Und ich würde sagen, die 10 cm Länge, die der neue Juke gewonnen hat, die haben sie tatsächlich auch hier hinten verpackt. Denn seht ihr das? Das wäre beim alten Juke garantiert nicht möglich gewesen. Aber jetzt, nicht nur, dass ich 2-3 Kilo abgenommen habe, auch meine Knie, die ja gleich lang geblieben sind, passen jetzt hier hinten rein. Und was mich besonders erstaunt, Flo, weiß ich nicht, ob du sehen kannst, den Leuten hier zeigen, guck mal, ich als alter Sitzriese, ich bin ja was habe ich vorhin dem Olli gesagt? Ich bin 1,79, das stimmt gar nicht, ich bin 1,76. Ist auch egal. Aber ich bin ein Sitzriese und die Hälfte der 1,79, nee, 2/3 ist im Sitzen. Und hier, guck mal. Guck, siehst du das? Siehst du das? Ja. Richtig viel Platz hier hinten. Gut, damit wäre geklärt, der Juke ist nicht nur im Design erwachsener geworden, von außen in der Wahrnehmung. Nee, du kannst sogar auf der Rücksitzbank jetzt auch Erwachsene mitnehmen. Jetzt schauen wir noch ganz kurz in den Kofferraum rein, oder? Ja. Badaboom, badabam. Technische Daten sind Luft und Liebe. Könnt ihr euch im Internet ergoogeln. Ich habe jetzt gerade keine zur Hand, wie viel da reinpasst. Praktisch das hier. Ach, warte mal. Da sollten wir vielleicht erst den Kofferraum. Guck mal, du nimmst das raus. Ach, müssen wir vielleicht nutzen hier. Guck mal, ne? Achso, wenn ihr euch fragt, was in diesen Koffern drin sind. Das sind die typischen Geldkoffer in der Industrie. Also wir Journalisten kriegen immer in den Koffern unser Geld gebracht, damit wir was Gutes über das Auto sagen. Wer die Ironie gefunden hat, ne? Das ist nicht so. Manchmal schreibt er es ja unten drunter und sagt, hier hast du wieder, wisst ihr. Ach egal. So, guckt da in den Kofferraum rein. Ja, das ist ein ganz neues Auto, wenn du mich fragst. So viel mehr Platz als der Vorgänger im Kofferraum. Damit kannst du es wirklich auch als Familienauto nutzen. Das Ding kannst du hier unten reinstellen, habe ich gelernt. Wenn du das kannst. Ach so, 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 runter oder eben als doppelten Laderaumboden nutzen und dann hast du auch eine fast ebene Ladefläche und hast trotzdem noch genug Platz im Kofferraum. Ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir genug vom neuen Juke gesehen, oder? Und freuen uns gemeinsam auf die erste Testfahrt im neuen Nissan Juke.
Das war Autohub. Mein Name ist Bernd Habegger, meine Freundin nämlich Habi. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann dürft auch ihr mich Habi nennen. Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare und auf eure Geldkoffer. Einfach zuschicken. Hat dir das eigentlich so gefallen hier mit diesem Agentenkram? Fandest du das gut, oder? Das willst du in die Outtakes nehmen, hoffe ich. War doch mal was anderes, oder? Ja. Ja? So, bist du auch so ein Agententyp? Ja, man sieht es ja an mir. Ich bin ja der Typ unauffällig, ne? Also, schmale Erscheinung, wird gerne übersehen und kleidet sich auch noch in Grau. Also, wenn ich nicht der typische Geheimagent bin, wer denn dann?